muss immer neue Herausforderungen stellen. Es kann nie genug sein. Man muss sich einfach im Leben einer Herausforderung stellen und das habe ich mich gestellt und da habe ich einen kongenialen Partner gefunden, der mich zu dieser Herausforderung führt. Weil ohne einen guten Regisseur geht sowas nicht. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Und bei uns dann gibt es. Was ich, so wie ich dich erkenne, du bist ein Mensch, der ist ja nicht viel weiß und ist ja nicht viel erzählt. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der Keim dieser Geschichte. Also das wer hat die Idee gehabt übrigens? Sondern wir. Ja. Also. Und wie kam es zu diesem Inhalt? Wie ist das entstanden? Naja, der Inhalt ist an und für sich schon entstanden, durch das, dass ich sehr viel weiß. Über Weidhofen und Altweidhofen und nähere und weitere Umgebung. Also Sie graben in Ihrer Fundgrube auch politisch? Nein, politisch ist überhaupt nicht graben. Ich habe einfach Sachen ausgraben, die der Wahrheit entsprechen, das wirklich irgendwann einmal gegeben hat. Aber das kann sich jeder zusammenreimen, wie das war. Also das lassen wir offen. Ne? Ja, es sind ein paar Sachen dabei, wo man die Personen sehr gut erkennt. Das haben sie wahrscheinlich absichtlich gemacht. Ja sicher, weil das soll ja auch darum heißt es ja ein Weidhofener Kriminaldrama. Ne? Oder? Da war ich ja nicht mehr dabei. Oder du? Nein, da war ich ja nicht mehr dabei. Du hast doch eh immer aufgepasst auf mich. Du hast ja eh alles gewusst. Du weißt das ja heute noch. Du hast ja mein Schicksal in der Hand gehabt. In einer kleinen Gemeinde ist es so, dass die Leute sich kennen und sie wissen Dinge voneinander und andere wissen es nicht. Und dieser Spielraum ist sozusagen das Geheimnis. Und das ist eigentlich der Sukkus dieser Geschichte, ist das Spülen mit dem, was weiß man und was war, wann das jetzt so war oder wann das zusammenhängt, omnia conjunctus est. Also das ist. Also manchmal werden sie überrascht sein, wenn sie sich da hier wiederfinden. Wann kommen schon? Ich habe einmal ein Mal gesehen. Mein Gott, war die schön. Schlank. Wo die Haar. Und Guggerschicken hat es gehabt. Ich habe einmal gesagt zu ihr, ein Maulgesicht ohne Guggerschicken ist wie ein Hümmel ohne Stern.